Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel, und wie immer mit dem Markus. Markus. Und es ist Sonntag, vielleicht auch Montag, es ist Deep Dive-Zeit und wir haben einen sehr speziellen Gast diesmal. Und dieser Gast heißt Andreas Treichel. Wir freuen uns sehr. Servus. Hallo, wie geht's euch? Ja, uns geht's super. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Und traditionell ist es grundsätzlich so, dass ich immer die Gäste vorstelle, indem ich vorlese, was bei denen auf LinkedIn steht. Jetzt musste ich feststellen, dass du gar keinen LinkedIn-Account hast. Jetzt kann ich mich ja gar nicht vorbereiten. Wie kommt das denn? Kein LinkedIn? Nee, das haben sie mir während meiner Zeit als CEO von der ersten abgeraten, auf LinkedIn zu gehen. Ich war mal kurz drauf und dann haben die gesagt, naja, besser nicht. Und dann bin ich wieder runter und habe bis jetzt noch keine Zeit gefunden, wieder drauf zu gehen. Ah, und mit welcher Begründung wurde da abgeraten? Abgeraten, weil zu viel, ich glaube, sie war ganz einfach faul und wollten das in der Kommunikationsabteilung nicht bearbeiten müssen. Das ist natürlich eine gute Antwort. Natürlich hast du natürlich auch sozusagen die Königsdisziplin on top. Du hast einen eigenen Wikipedia-Artikel und dort steht, Andreas Treichel ist ein österreichischer Bankmanager aus der Familie Treichel. Klingt gut, oder? Super, ganz toll. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle. Angenommen, du sitzt im Taxi. Und ein Taxifahrer, der dich nicht kennt, sagt, ah, was machst denn du so beruflich? Was sagst du denen? Jetzt bin ich in einem NGO tätig und macht großen Spaß. Und dann sagt dann, was für ein NGO ist das? Ist die erste Stiftung und wir kümmern uns um Social Banking, wir kümmern uns um Finanz- und Wirtschaftsbildung und wir kümmern uns darum, dass vor allem in unserer Region, also Zentral- und Osteuropa und der westliche Balkan, dass wir dort einen Beitrag dazu leisten, dass das langweilige Thema liberale Demokratie vor allem jungen Menschen so nahe gebracht wird, dass sie sich dafür begeistern können. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Taxifahrer sagt, aha, und warum ist das mit dieser liberalen Demokratie so wichtig? Das sagt er bestimmt nicht, sondern er sagt, wo siehst du, das interessiert mich überhaupt nicht erst. Das ist ja eine Unterstellung, aber okay, aber angenommen, der würde sagen, ja, was ist denn das jetzt mit dieser liberalen Demokratie? Warum muss man das denn noch forcieren? Also im Positiven. Ich glaube, dass liberale Demokratie geht extrem ins Woke hinein und Woke finden halt viele Menschen langweilig. Es ist nicht populistisch, es ist nichts wahnsinnig Aufregendes dabei, es ist extrem mühsam, langweilig, aber es ist eben, glaube ich, doch ein unheimlicher Schatz, dessen Wert uns sehr oft nicht bewusst ist. Absolut, nein, das ist eine schöne Erklärung, vielen, vielen Dank. Markus? Um diesen Schatz zu bewahren, da stehen ja jetzt eigentlich viele Krisen vor der Tür, ja, wo Europa auch irgendwie zwischen den Ideologien von Amerika und China irgendwie eingeklemmt ist, wo wir einer Energiekrise ins Auge schauen, einer sehr hohen Inflation. Wie schafft man das in so einer Zeit, diese liberalen Werte, die wir in Europa haben, diese humanistischen Werte, wie schafft man es, die zu bewahren? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir in der Zeit, in der wir jetzt leben, uns vor Augen halten, wie wollen wir, dass Europa in der Zukunft ausschaut? Und wollen wir, dass Europa auf dieser Welt noch eine Rolle spielt? Und Europa hat unfassbar viele Schwächen, es hat viele Stärken, aber alles in allem, glaube ich, ist es ein Platz, in dem die Menschen eigentlich zum Großteil sehr gerne leben können. Es gibt natürlich gewaltige Unterschiede zwischen Norden und Süden und zwischen Osten und Westen. Aber wenn man Europa als Ganzes nimmt, hat es trotz all seiner Schwächen eine Lebensqualität, die man auf vielen anderen Kontinenten nicht vorfindet. Und dafür sollten wir wahnsinnig dankbar sein. Europa war vor 77 Jahren in Schutt und Asche und hat von 1945 bis so Mitte, Ende der 90er Jahre
eine unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben. Es war die friedlichste Zeit, die Europa erlebt hat in seiner Geschichte, mit Ausnahme vom Westbalkan und Zypern, aber insgesamt die friedlichste Zeit. Wir haben aus dem Nichts heraus einen wirklich großen Wohlstand geschaffen. Wir sind Exportkaiser geworden. Wir haben eine aufgrund des politischen Zusammenrückens zum größten Binnenmarkt der Welt geworden. Wir haben eigentlich keine militärische Macht gehabt, aber waren trotzdem eine Union, auf die die ganze Welt geschaut hat und mit der die Welt gut auskommen musste. Und irgendwie scheint so der Dampf in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen zu sein. Wir haben an politischer Kraft verloren. Wir sind nicht mehr so, wir haben vergessen, wie gut es uns eigentlich geht und was wir geschaffen haben. Und ich glaube, wir müssten wieder auf diesen Weg zurückkommen. Europa muss auf vielen Gebieten aufholen. Wir sind in vielen der neuen Industrien, in der ganzen Intellectual Property Industry sind wir abhängig geworden von Amerikanern und Chinesen. Und es wäre schön, wenn wir in Europa das auch weiterentwickeln würden. Und dazu muss man viele Sachen ändern. Das wirkliche Problem, glaube ich, in Europa ist, es kann die EU nichts alleine schaffen und es können die Nationalstaaten nichts alleine schaffen. Und es müssen die Nationalstaaten mit der EU viel besser und viel enger zusammenarbeiten. Und leider sind das zum Großteil alles sehr langweilige Themen, über die wir diskutieren müssen und die wir umsetzen müssen, um Europa wieder erfolgreicher und noch schöner, noch besser zu machen. Aber das sind fast alles Themen, mit denen man keine nationalen Wahlen gewinnen kann. Und daher passiert viel weniger, als eigentlich passieren sollte. Du sprichst uns natürlich direkt aus der Seele, musst du dazu sagen. Wir sind ja beide glühende Europäer und sehen diesen Schatz, der uns so ein bisschen auch entkommt. Jetzt wäre ich sehr neugierig, in einer idealen Welt, in der du sozusagen alles ändern könntest, was du ändern kannst, was wäre das Erste, wo du ansetzen würdest, um Europa wieder diesen Schritt kompetitiver zu machen? Weil du hast gesagt, okay, Europa kann das schwierig alleine, die Nationalstaaten können das allerdings auch schwierig und alleine. Was wäre das Erste, was du verändern würdest? Also das Allererste, das man verändern müsste, ist eine ganz langweilige Sache, aber das ist das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union. Und ich halte Einstimmigkeit nicht für ein geeignetes Vehikel, das in einer Demokratie funktioniert, weil es ist eigentlich eine negativ konnotierte Macht des Einzelnen. Keiner kann, also es hat eine negative Autokratie in sich. Ein einziger kann alles verhindern gegen alle anderen. Und das muss geändert werden. Es muss das politische System in Europa auch so geändert werden, dass sich die Menschen mit Brüssel identifizieren können. Und das tun wir nicht. Das Zweitwichtigste ist, dass wir es wurde sehr wenig getan, um das Funktionieren der EU, den Menschen der EU wirklich verständlich zu machen. In jedem Land weiß jeder, wofür ist ein Bundespräsident da. Der hat entweder nur Repräsentationsaufgaben oder ein bisschen Macht und drunter gibt es dann einen Ministerpräsidenten oder einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin und eine Regierung. Das versteht jeder Mensch. Wir sollten uns mal die Mühe machen, herauszufinden, wie viele Menschen in Europa verstehen den Unterschied zwischen der Kommission und dem Europäischen Rat. Und wer ist jetzt der Mächtigere? Oder wofür ist die von der Leyen zuständig und wofür ist der Michel zuständig? Ich glaube nicht, dass und Sachen, die man nicht versteht, für die kann man sich auch nicht begeistern. Und jetzt bin ich auch sehr neugierig. Also unsere These ist auch, dass einfach ein sehr simpler, angreifbarer Narrativ komplett fehlt. Das ist der Narrativ sozusagen der Generation vor uns. Ich bin Baujahr 81, war nie wieder Krieg. Das war da, das war verständlich. Und dass es jetzt einfach in keinster Weise mehr kommuniziert wird. Wofür würde ein modernes Europa für dich stehen? Ich glaube, ein modernes Europa würde für mich stehen, dass wir einen Einfluss in der Welt haben sollte, dass das, was am 24. Februar passiert ist, nirgendwo auf der Welt mehr passieren kann. Ich glaube, Europa war ein wunderbares Beispiel, wie man durch
unheimlich konsequentes Vorgehen und da muss man eigentlich den Deutschen dazu gratulieren, die ein großes Verbrechen durch unfassbare Konsequenz in der Aufarbeitung, in der Entschuldigung, in der Wiedergutmachung so umgedreht haben, dass die Deutschen über Jahrzehnte eigentlich zu einer moralischen Autorität geworden sind. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dass sehr viel des Pazifismus in Europa verdanken wir auch der Tatsache, dass Deutschland die führende wirtschaftliche Macht war, aber eben aufgrund seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg zu einer sehr pazifistischen Wirtschaftsmacht geworden ist, was sich auf ganz Europa eigentlich einen Einfluss gehabt hat, von wenigen Ländern abgesehen. Und ich bin schon der Überzeugung, dass das Gedankengut Europas und das Zusammenrücken Europas einen Einfluss haben könnte, dass die Menschheit insgesamt den Wert eines friedlichen Miteinanders besser schätzen würde, als das eigentlich der Fall ist. Europa steht für mich für Demokratie und gegen Autokratie. In einer anderen Form, als das in Amerika oder anderen angloamerikanischen Ländern der Fall ist. Und das hat einen unheimlichen Wert. Und um diesen Wert ausspielen zu können, braucht Europa eine bedeutungsvolle Rolle auf dieser Erde. Und die ist derzeit nicht wichtig genug. Ich wäre neugierig, wenn ich so ein bisschen zusammenfassen darf, auch was du gesagt hast. Hast du gesagt, eigentlich ist Europa zurzeit in der Form relativ handlungsunfähig. Es ist zu kompliziert und uns fehlt der Narrativ. Und jetzt stellt sich mir aber das ist natürlich unendlich wichtig, das stelle ich mal außer Frage. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, schafft es denn Europa, mit den bestehenden Mitteln auch ein Turnaround hinzukriegen? Die Frage geht so ein bisschen in Richtung, nennen wir es mal organisatorische Ambidextrie, wo man sozusagen sagt, okay, man kann inkrementelle Veränderungen innerhalb der Organisation schaffen, aber ob man wirklich große radikale Veränderungen überhaupt bewerkstelligen kann in so einem Apparatus oder ob man etwas außerhalb des Apparates, wie zum Beispiel ein George als Beispiel, schaffen muss, um wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Wie siehst du das? Also, wie das funktionieren soll, da müssten wir, glaube ich, ganz einfach das Selbstvertrauen in uns haben, dass wir es ja schon einmal geschafft haben. Also, warum soll die Generation von 2022 nicht das schaffen, was die Generation um 1945 geschaffen hat? Wir sind ja weder dümmer noch fauler noch irgendwas geworden. Also ich glaube, dass die Kraft Europas ist enorm, aber so wie in vielen Betrieben, die eigentlich hervorragend funktionieren müssten, aber aufgrund irgendeiner Tatsache eben nicht funktionieren, so läuft es auch in der Politik. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben und wir müssen halt kontinuierlich an der Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, der Politik und der Wirtschaft in Europa arbeiten. Und vor allem müssen wir uns bewusst sein, dass wir eigentlich nicht allzu stark lamentieren sollten, weil insgesamt, natürlich mit Ausnahmen, geht es uns in Europa eigentlich doch extrem gut und wir müssen uns das erhalten. Und Gutes erhaltet man nicht, indem man stehen bleibt, sondern nur, indem man mutige Schritte nach vorne setzt. Jetzt sind wir bei Austrian Startups ja ganz besonders auch dran, dass wir Entrepreneurship einer größeren Masse auch zugänglich machen. Wie siehst du das Thema Unternehmertum in Europa? Wenn man sich jetzt so Kennzahlen anschaut, gestern kam gerade wieder ein Artikel raus, dass mittlerweile jetzt gar kein deutsches Unternehmen mehr in den Top 100 der Marktkapitalisierungen dabei sind. Wie können wir uns als Unternehmen positionieren und welche Rolle spielt auch das unternehmerische Denken, der unternehmerische Geist in der Erneuerung von Europa? Ja, super, super wichtiges Thema. Ich meine, darüber könnten wir alleine schon 10 Stunden reden. Also ich werde mal versuchen, das so ganz kurz zu umreißen.
Gar keine Frage. Unternehmertum, ob man das jetzt will oder nicht, ist extrem wichtig, um das Funktionieren der Wirtschaft in Gang zu bringen. Unternehmertum ist ganz essentiell. Leider ist es in Europa in manchen Ländern sehr unterschiedlich, aber doch insgesamt so, dass Unternehmertum wird eigentlich immer gleichgesetzt mit Kapitalismus. Kapitalismus wird immer gleichgesetzt mit die Reichen. Die Reichen ist Spekulation und so weiter und so fort. Das hat sich in Europa schon ein bisschen festgesetzt. Und das ist ja ganz klar nachgewiesen, dass insgesamt in der europäischen Jugend die Risikobereitschaft, ins Unternehmertum zu gehen, geringer ist, als das auf anderen Kontinenten der Fall ist. Das hat wahnsinnig viel mit Kultur zu tun und hat wahnsinnig viel mit dem Zusammenspiel zwischen der Zivilgesellschaft, der Politik und der Wirtschaft zu tun. So, da muss man an sehr vielen Stellschrauben drehen. Eine, und das ist natürlich ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist der Kapitalmarkt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Europa sehr viel mehr die Einstellung ist, das wirkliche Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind die Familienbetriebe, sind die Klein- und Mittelbetriebe, sind alle diejenigen, die eben ihre Unternehmen über viele Generationen führen und als ordentliche Kaufleute super wirtschaften. Das ist nachhaltiger. Das ist nicht so gewinnorientiert, die müssen nicht alle Quartale ihre Ziffern herzeigen und so weiter und so fort. Also eine ganz klare Bevorzugung der privaten Wirtschaft gegenüber der Kapitalmarktwirtschaft. Kommt sehr stark von der Politik und wird natürlich auch voll geteilt von den Unternehmern. Es gibt unendlich viele erfolgreiche Unternehmer in Europa, die sagen, ja, also ich denke doch nicht im Traum daran, an die Börse zu gehen, dann habe ich die ganze Transparenz, dann habe ich Mitaktionäre, ich kann nicht mehr alleine über mein und so weiter und so fort und so weiter. Also hier treffen sich Unternehmer und Politik und zwar alle Seiten der Politik. Da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Alle denken eigentlich in dieser Richtung. Und da ist ja sehr, sehr viel dran. Ja? Da ist ja sehr viel dran, dass eben ein traditionelles Familienunternehmen mehr für Nachhaltigkeit steht als ein börsennotiertes Unternehmen, das eben alle unterschiedlichen Aktionäre in irgendeiner Form zufriedenstellen muss. Aber wenn wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, dann kommen wir halt in eine Gesellschaft hinein, wo es sehr viele hervorragende Unternehmer gibt, an deren Erfolg aber der Rest der Bevölkerung nicht teilhaben kann. Und das führt natürlich auch zu einer dramatischen Schere. Das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, dass wir, wenn wir jetzt über die Startup-Szene reden und halt insbesondere über die Startup-Szene in der Intellectual Property Welt, also alles, was digital ist, egal ob Fintech, Medtech oder wo auch immer. Und wir gehen ja wahnsinnig stark in die Richtung. Da müssen wir auch verstehen lernen, dass die neuen Industrien sich nicht so sehr für Bankfinanzierung eignen wie die alten Industrien. Schlicht und einfach, weil die neuen Industrien Intellectual Property haben und die kann man nicht so gut besichern wie Fabriken und Inventare und so weiter. Und wenn wir uns die erfolgreiche Geschichte oder Wirtschaftsgeschichte Europas seit dem Zweiten Weltkrieg anschauen, wir haben es ja geschafft, tolle Unternehmen aufzubauen über 50 Jahre. Wir waren von 45 bis 95, hat praktisch keine Industrie gegeben, wo nicht irgendwo ein Top-Unternehmen aus Europa mit dabei war, in der Stahlindustrie, in der Automobilindustrie, mit Airbus sogar in der Flugzeugindustrie, in der pharmazeutischen Industrie, überall. Und plötzlich, mit dem Wechsel von der industriellen Gesellschaft in die IP-Gesellschaft, hat es aufgehört. Und jetzt stehen wir, was ihr gerade gesagt habt, da und sagen, oh Scheiße, ja, du unter den größten Unternehmen der Welt sind keine europäischen mehr. Jetzt kann man über Marktwert denken, was man will. Aber es ist ein Faktum, dass wir alle Mobile Phones haben, die nicht aus Europa kommen, dass wir digital in der Unterhaltung, in der Kommunikation und wo auch immer
viel zwischen amerikanischen und chinesischen Produkten auswählen müssen. Und ein Grund dafür ist, dass wir eben einen so schwach ausgeprägten Kapitalmarkt in Europa haben und Banken ihn jetzt nicht mehr so ersetzen können wie früher. Und das sollte zum Beispiel eine Zielsetzung sein in Europa. Nicht, dass wir so werden wie Amerika. Da ist ja das Verhältnis genau umgekehrt als in Europa. In Amerika wird 75% über den Kapitalmarkt und 25% über Banken finanziert. Und in Europa ist es genau umgekehrt. Und wir sollten schauen, dass unsere Stärke ist, dass wir ein gutes Gleichgewicht finden in Europa und schauen, dass wir auf 50-50 gehen. Nur wenn ich jetzt sage, das soll 50-50 werden, heißt, dass die Banken in Europa um die Hälfte kleiner werden müssen und der Kapitalmarkt doppelt so groß werden muss. Und das ist eines der wichtigsten Ziele, die wir in Europa haben sollten. Da wäre ich sehr neugierig an der Stelle. Du hast so schön auch gesagt, okay, bei Startups kann man natürlich nicht sehr viel besichern. Jetzt gibt es immer wieder mal Leute, mit denen wir reden dürfen, die sagen, naja, es gäbe da schon etwas, das wären die Daten, dass man sozusagen die Daten verwenden könnte, um das zu besichern. Das ist natürlich heiß diskutiert. Ich sehe schon an deiner Reaktion, dass du das auch schon ein paar Mal gehört hast. Was ist deine Meinung dazu? Ja, klar, natürlich kann man das machen. Also the collateralization of data und Sachen, genau. Ja, das geht alles. Ja. Aber also irgendwie sind wir doch noch haptisch geblieben und werden vielleicht auch irgendwann mal Sachen aus dem Metaverse als Sicherheiten verwenden können. Aber da ist meiner Meinung nach relativ lange hin. Und eine Fabrik ist eine Fabrik und ein Haus ist ein Haus. Und das kann man halt nicht wegdenken. Aber ich finde schon spannend, dass du dich durchaus schon mit dem Konzept beschäftigt hast und dass also scheinbar nichts Neues ist für dich. Was fehlt, glaubst du noch, bis so etwas dann tatsächlich auch kommt? Also, dass man Intellectual Property als Sicherheit weiß. Genau. Ich glaube, da sind wir noch relativ weit davon entfernt. Das erfordert natürlich eine ganz massive Regulierung, wo Europa ja nicht schlecht unterwegs ist. Das ist eine Sache, die wir uns auch überlegen sollten. Also ich glaube, im ganzen Bereich des GDPR und Regulation, dort sind wir wahrscheinlich Weltmarktführer. Aber nur in Regulation Weltmarktführer zu sein, ist vielleicht nicht gut genug. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für Juristen, weil die werden auf dem Weg dorthin sehr viel Geld verdienen. Aber das wird noch viele Jahre dauern. Schön, schön, schön. Aber ist nicht ausgeschlossen. Okay, das nehme ich dann mal so mit. Dauert noch ein bisschen, wird viel Regulierung erfordern. Ein paar Juristen wetzen schon die Notebooks. Markus. Du hast schon das Metaverse schon angesprochen. Eine andere Technologie, die uns ja viel beschäftigt, ist die Blockchain. Und da habe ich mal in einem Interview von 2019 gelesen, dass du die Technologie spannend findest, aber nicht das Geldinstrument. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie ist deine Perspektive auf Blockchain und wo siehst du da die Chancen? Also mal halte ich Blockchain für eine Technologie, die uns die nächsten Jahrzehnte extrem beschäftigen wird, weil sie nicht nur einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, sondern auch einen zutiefst politischen Hintergrund hat. Und der ist eigentlich wirklich interessant, weil es, glaube ich, zu einer besseren Verteilung der Erträge führen kann. Im Wesentlichen, wenn man es ganz vereinfacht, müsste Blockchain dazu führen, dass dem Produzenten mehr bleibt und der Konsument einen billigeren Preis bekommt, weil Blockchain dazu geeignet ist, die unzähligen Mittel mittels Männer und Frauen in gewissen Formen auszuschalten. Natürlich wird es auch immer Transportmittel geben, die nicht durch Blockchain ersetzt werden können, aber auch dort wird natürlich die Dokumentation wesentlich einfacher und transparenter werden. Und daher müsste auch der Welthandel insgesamt auf einer Blockchain basiert wesentlich günstiger werden, als er es derzeit ist. Also als Technologie halte ich das für extrem interessant und ich glaube fest daran, dass das einen fixen Platz in der Welt haben wird. Jetzt also wenn wir dann jetzt über die prominentesten Vertreter von Blockchain reden können, dann sehe ich das sehr differenziert.
Also wenn wir über die ganze Kryptowährungswelt reden. Die hat seine guten Seiten, hat aber auch sehr negative Seiten. Jetzt wissen wir, dass die Zeit schon recht fortgeschritten ist. Und ich meine, natürlich, wir würden auch gerne noch 10 Stunden reden. Wir hätten übrigens auch jederzeit 10 Stunden im Angebot. Just saying. Also wenn du Lust hast, immer gerne. Jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, die wirtschaftlich für so gut wie jeden herausfordernd ist. Wir haben einen Herbst, der auf uns zukommt. Es gibt die Inflation, es gibt Gas, es gibt tausende von Dingen, die nicht unbedingt angenehm aussehen. Wie schätzt du die Lage ein? Was kommt da auf uns zu? Sag's mir ein bisschen präziser. Glaubst du, dass wir einen nachhaltigen Wohlstandsverlust in Europa über die nächsten Jahre sehen und uns damit anfreunden müssen? Oder gibt es Wege, wie wir da drum rumkommen? Ich glaube, das ist die Gefahr ist sicherlich da. Es ist überhaupt keine Diskussion, dass das passieren wird. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir schon seit vielen Jahren einen Wohlstandsverlust haben und dass seit vielen Jahren die Schere auseinandergeht und eine sehr negative Entwicklung eingetreten ist, die man vielleicht relativ einfach so zusammenfassen kann. Je wohlhabender man derzeit ist, desto größer ist die Chance, dass man noch wohlhabender wird. Ja. Und das ist irgendwie wirklich nicht gut. Hat vieles mit dem zu tun, was wir vorher diskutiert haben. Und hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass eine Politik, die verschuldeten Staaten hilft, auch den Menschen hilft, die Kredite aufnehmen können. Und das sind üblicherweise nur Menschen, die Vermögen haben. Vermögenslose Menschen sind nicht in der Lage, Kredite aufzunehmen, um sich damit ein Vermögen aufbauen zu können. Und das ist eine ziemlich schlechte Situation, in der wir jetzt sind. Und das geht schon seit vielen Jahren so. Und ich finde es ein bisschen unerträglich, dass die Europäische Zentralbank dieses Thema anspricht und sagt, im Wesentlichen tough luck. Das ist Collateral Damage, den wir in Kauf nehmen müssen. Das, finde ich, kann man in der Form nicht machen. Und der europäische Mittelstand zahlt seit mehr als einem Jahrzehnt die Rechnung dafür, dass wir negative Zinsen haben, um die Finanzierung der Staatsschulden zu ermöglichen. Also das mag ich wirklich nicht. Ja? Da kommen wir derzeit nicht raus aus der Situation. Man kann so eine Situation nicht wegkriegen, dadurch, dass man kann sie lindern, dadurch, dass man umverteilt, aber man macht es dadurch nicht besser. Und es entstehen extrem viele Kollateralschäden aus der Missallokation von Kapital, die wir in Europa haben. Und sich als Politik mit dem Thema ganz einfach nicht auseinanderzusetzen, geht nicht. Ja? Das ist eine der Sachen, die mich wirklich sauer macht auf die europäische Politik. Vielleicht ein Abschluss, bevor wir zu unserer Speedrun kommen. Auch da wäre ich sehr neugierig, wie könnte man das reparieren in einer sehr einfachen Form? Geht das denn? Kann man da noch was ansetzen? Mein Sohn ist da auch ganz traurig, wenn er das hört, sozusagen. Naja, wir sind jetzt in einer Situation, in der wir negative Realzinsen haben von 6%, Tendenz eher steigend. Jetzt haben wir gehört, dass die EZB Zinsschritte setzen wird. Die werden
unfassbar sein. Ja? Also im Sommer werden sie 25 Basispunkte raufgehen, im Herbst noch einmal 25 Basispunkte und dann vielleicht zu Weihnachten noch einmal 25 Basispunkte und dann sind wir am Neujahrstag 23 bei 0,75 oder vielleicht sogar bei 1%. Und dann sind Zinsen nicht 6% negativ real, sondern nur 5% negativ oder wo immer wir dann mit der Inflation sind. Wir haben 8 Trillionen Haushaltseinlagen in der EU herumliegen und bei 5% negativ Zinsen vernichten wir jedes Jahr 400 Milliarden Euro an Vermögen. Und das trifft sehr, sehr stark den europäischen Mittelstand. Wir haben eine, durch diese Missallokation von Kapital, die ist auch ein Grund dafür, warum junge Menschen es fast nicht mehr schaffen, sich den geeigneten Wohnraum zu besorgen. Weil eben auch die Wohlhabenderen wenig im Kapitalmarkt investieren, sondern extrem viel in Immobilien investieren und daher die Preise massiv ansteigen. Ja, aus dem Dilemma rauszukommen, ist erfordert eine unfassbar mutige Politik und unfassbar viele Schritte, die zum Teil nicht populär sind. Die sehe ich derzeit nicht, leider. Ja, das ist ja ein schöner Ausblick, den du uns da zeichnest. Juhu. Okay, das heißt, wir brauchen im Prinzip als Lösung, bräuchten wir Personen, die sich trauen, groß zu denken, große Ziele zu formulieren, die vielleicht auch nicht immer ganz einfach sind. Und harte Entscheidungen treffen. Ja, das ist aber auch manchmal die Zeit. When the going gets tough, the tough get going, wie man so schön sagt. Wir schätzen deine klaren Worte. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, dort nichts zu sugarcoaten. Also in dem Sinne ist das auch eine sehr klare Ansage, die wir schätzen. Die Zeit drängt. Wir wollen jetzt noch zu einer Abschlussrunde kommen, unserer sogenannten Quickfire-Runde, wo wir einfach 6 kurze, knackige Fragen stellen und 6 kurze, knackige Antworten gerne hätten. Und ich würde sagen, springen wir mal rein. Und die erste Frage ist relativ einfach. Was ist dein größtes Learning? Yearning oder Earning? Learning. Oh, Learning. Mein größtes Learning in meinem ganzen Leben. Ja. Nichts schlagt eine gute Familie. Und dein größter Lifehack, also eine tägliche Routine oder ähnliches, die dir sehr geholfen hat? Jeden Tag 3 Minuten auf dem Kopf stehen und dabei sich dafür bedanken, dass man so ein Leben hat, wie ich es habe. Stark. Gibt es eine Buchempfehlung, die du hast? Das fällt mir jetzt in der Sekunde keines ein. Da hätte ich jetzt 125 Bücher, auf die ich Rücksicht nehmen würde. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich das Beste momentan, Liebe in Zeiten des Hasses. Und was ist dein Lieblingsprodukt? Wahrscheinlich wirklich, wirklich, wirklich gute Spaghettis. Okay, toll. Und die letzte Frage ist, wenn du nachts nochmal aufs WC gehen musst und du mit der großen Zehe unter der Tür hängen bleibst, was ist dein Lieblingsschimpfwort? Eindeutig scheiße, so leid es mir tut. Wunderbar. In dem Sinne freuen wir uns. Wir haben noch 2 letzte Fragen für dich. Und die erste Frage ist, wir bitten dich um eine Prediction, etwas, was in deiner Meinung nach definitiv passieren wird. Und die zweite Frage ist, die Bitte um einen Moonshot frei nach dem großen JFK, etwas zu formulieren, was sehr unwahrscheinlich ist, sehr schwierig, sehr trickreich, aber deswegen umso wichtiger. Starten wir mit der Prediction, bitte. Prediction auf Englisch oder auf Deutsch? Ah, gerne auf Deutsch. Meine Prediction ist, dass wir jetzt in einem ziemlichen Tief sind
und relativ bald die Zeit kommen wird, wo wir wieder sehr viel positiver über die Zukunft denken können, als wir es heute tun. Es wird schneller kommen, als wir alle glauben. Cool. Schön. Und dein Moonshot? Darf ich ein bisschen nachdenken? Sehr gerne. Mein Moonshot wäre, dass wir irgendwann mal eine Zeit überlegen, dass eine Zeit erleben, in der alle meine Freunde, alle Menschen, die ich kenne, inklusive mir selber, sagen, toll, was wir für Politiker haben. Schön. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Moonshot, auch sehr treffend, sage ich nur an der Stelle, dass man einen Moonshot auch so formuliert. Und ja, wir danken dir, lieber Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam ein bisschen laut zu denken und ja, ein bisschen den Blick nach vorne zu schärfen für diese sehr klaren Worte. Vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank an dich zu Hause auch fürs Mithören. Und wie immer, podcast@austrianstartups.com, wenn du Feedback für uns hast oder auch am Discord-Channel, immer sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns auch, dich nächste Woche wieder zu hören. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Vielen, vielen Dank an dich. Take care, stay safe. Wir hören uns wieder.